Seit mehr als 40 Jahren liefert das Atomkraftwerk Fessenheim nun schon Strom und zählt damit zu den betriebsältesten Anlagen Frankreichs. Kritiker dringen wegen der vielen Störfälle schon lange auf die Abschaltung. Heute Nacht ist es nun soweit. Laut Betreiberfirma EDF soll dann auch der zweite Reaktorblock vom Netz genommen werden. Fessenheim liegt im Elsass nahe der deutschen Grenze. Freiburg im Breisgau ist nur wenige Kilometer entfernt. Der Meiler liegt direkt am Rhein. Mehr als 42 Jahre war Frankreichs ältestes noch laufendes Atomkraftwerk in Betrieb. Heute Nacht wird es endgültig stillgelegt. Kritikern gilt es als Sicherheitsrisiko, wegen Pannen und vor allem wegen seiner Lage in einem Erdbebengebiet. Vor Ort wird die Abschaltung des Atommeilers kritisch betrachtet. Die Stadt Fessenheim fürchtet um hunderte Arbeitsplätze im Kraftwerk und in der Region. Wir sind wütend und das lässt nicht nach. Es ist fast schon Hass. Die Abschaltung ist ungerecht und wir werden dabei schlecht begleitet. Frankreich gilt noch immer als das Atomland Europas. Nach der Stilllegung Fessenheims gibt es noch 56 Atomkraftwerke im Land. Rund 70% des Stroms kamen im vergangenen Jahr aus der Kernkraft. Sie gilt vielen als saubere, klimafreundliche Energie. Frankreich baut sogar noch einen neuen Meiler. Auf deutscher Seite ist man froh, dass das Atomkraftwerk in Fessenheim nun endgültig schließt. Es war ja wirklich nervenaufreibend, die Zeit. 10 Ankündigungen hatten wir, Fessenheim schließt, dann doch wieder nicht. Macron hat ja damals schon seinen Wahlkampf mit der Schließung von Fessenheim gemacht. Insofern sind wir natürlich jetzt erleichtert. Aber erst in 3 Jahren werden die Brennstäbe aus Fessenheim abtransportiert. Der gesamte Abbau wird etwa 20 Jahre dauern.